Da können wir aber, wenn wir schon beim Thema schwul ausnahmsweise mal sind, ja. Jetzt ging ja durch alle Gazetten, geht ja gerade das neueste Coming Out eines Schauspielers. Ja, Yannick Schümann ja. hat sich geoutet. Ja. Jurassic Park? Mhm. Wer ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe tatsächlich da mal recherchiert und der hat einen super langen Wikipedia-Eintrag. Das ist halt so ein Fernsehserien-Schauspieler, also der okay. so ein Nebenrollenschauspieler eher. Ja. Aber ich kenne den auch irgendwo, weil er ist auch ziemlich süß, muss ich sagen. Und ich habe den auch wahrscheinlich in irgendeiner Serie mal gesehen. Also er ist mir optisch ein Begriff. Ah, das ist also einer von diesen vielen Charakteren. Man kennt ja auch aus US-Filmen immer irgendwelche Schauspieler, die immer so diese, nicht Haupt-, sondern so wichtige Nebenrollen ja, spielen, ja, die ständig in irgendwelchen Filmen wieder auftauchen. Genre, ja. Wo du denkst von wegen, ach ja, stimmt, richtig, das Gesicht aus und das Gesicht aus. Ja, ja. Ja, es gibt, glaube ich, einen Schauspieler, der wahnsinnig berühmt damit ist, dass er einfach der dicke Mann im Hintergrund ist. Der ist in allen Filmen ja. der dicke Mann im Hintergrund und der wird dafür diese Rolle gebucht. Dicker Mann im Hintergrund. Das wäre doch auch eine tolle Rolle für dich, Margot. Der dicke Mann im Hintergrund. Wir kommen zum nächsten Thema.